Die japanische Insel Hashima wirkt wie ein riesiges Fossil. Mitsubishi kaufte das 3 Kilometer lange Eiland 1890, um von hier aus unter dem Meer Kohle abzubauen. Während des Zweiten Weltkrieges schufteten hier zahlreiche Zwangsarbeiter aus China und Korea. Minoru Kinoshita hat seine Kindheit hier verbracht. Wir haben oft Verstecken in den ganzen Gebäuden gespielt. Manchmal haben wir aber gar niemanden wiedergefunden, weil alles hier so weitläufig ist. Für mich waren die Gebäude ein Spielplatz. Ich hatte hier stundenlang Spaß. Spaß hatten die Arbeiter hier nicht. Sie arbeiteten rund um die Uhr in Kohleminen, 1000 Meter unter dem Meeresspiegel. Einer von ihnen ist der heute 79-jährige Tomoji Kobata. Am schlimmsten war die Luftfeuchtigkeit. Sie lag bei über 95%. Die Luft war dick von all der Feuchtigkeit. Es war stickig und der Kohlenstaub hat sich mit unserem Schweiß vermischt. Wir waren von Kopf bis Fuß schwarz. Erst 1974 wurde der Kohlebergbau hier aufgegeben. Mittlerweile ist die Insel, die auch für den James-Bond-Film Skyfall als Inspiration diente, UNESCO-Welterbe. Verbände der früheren Zwangsarbeiter sind wütend über die späte Ehrung und beklagen, dass sich Japan seiner dunklen Vergangenheit verschließe. Immerhin, Mitsubishi hat einer Handvoll Zwangsarbeiter Entschädigungen gezahlt.